So, herzlich willkommen wieder bei Captain Zell und der nächsten Folge mit Watch Dogs. Wir sind mittendrin, wir müssen der Polizei jetzt entkommen. Na, harte Nuss. Wir wollen die Polizisten nach Möglichkeit nicht töten. Ja, und jetzt wird's spannend, ob wir das so ohne weiteres hinkriegen. Jamcoms. So, wie benutze ich die Jamcoms noch? Jetzt auch mal weg hier. Ich war vorne rein so machen sollen. Einfach raus und ab davon. Ups. Ups. Hab ich gerade selber gespottet. Fuck. Anders Auto. Yeah, ein super Jump. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Eine Hochleistungspatrouille, dann schnell mal weg hier. LS, hier ist 725 David. Schreib deine Fahndung aus. Der Plan hat nicht funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Damien schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. So, Fortschritt. Wunderbar. So, so wie es aussieht, sind wir im Akt 2 angekommen, der Hauptmission. Hier haben wir noch Nebenmissionen. Die können wir auch alle nochmal machen. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich erstmal auf die Hauptmission und werde wahrscheinlich die anderen Missionen euch nochmal nachreichen, wenn ihr Lust darauf habt. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Ja, yeah, ein UPS-Wagen, würde ich mal sagen. So, gucken wir nochmal auf die Karte. Wohin müssen wir denn? Kampagne, halt durch, Junge. Alles klar. Ja,
So, dann bin ich mal gespannt, was er für Informationen für uns hat. Ja, und damit beginnt dann auch der Akt 2. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesonnen, zu gefährlich. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Damien, was machst du denn? Sind Sie blind? Alter Schwede, jetzt müssen wir mal Gas geben. Jetzt flippt der eine Typ hier komplett aus. Jetzt brauchen wir aber auch eine schnellere Kiste. Sehr schön. Ups. Nein. Oh nein, das wollte ich überhaupt nicht. Oh shit. Er spielt mit mir. Der Hurensohn spielt mit mir und ich fall drauf rein. Was macht er bei Nicky? Er tut ihnen nichts. Ich bringe ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzulocken. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angriff. Scheiß drauf. Ich muss ihn erledigen. Sechs Jahre alt. Tragisch. Wo sind Sie? Verschwendung, all das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Nicky, wo bist du? Nicky! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sähe alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Sie sind? Ist nur Nicky. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nicky. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nicky sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn es wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. Oh, Junge, das sieht nicht gut für dich aus. Wo ist Jax? Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug.
Scheiße, jemand verfolgt ihn. Damien darf sich Jax nicht holen. Er muss sicher sein. Na los, ich kann es schaffen. Dann wollen wir mal. Ich schnapp mir Jax und dann... Nicky. Verdammt. Er hat Nicky. Komm, Tor auf, schnell, 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 ich hab's auch nicht. Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bring Jackson so weg von den Typen. Ja, ich würde ja gerne hacken. So, nächste Bahnhof ist dort. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los, los! Joa, ich nehme die Abkürzung, dann bleibe ich schneller. Oh, komm schon. Nein, 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 nein. Ach Leute, das kann doch nicht sein, ey. Tja, manchmal ist es etwas schwieriger als gedacht. Jetzt müssen wir es nochmal von vorne probieren. Okay, das hat Zeit gebracht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Haltet euch um. Oh, die Karre mag ich nicht so, die andere war besser. Ah, super. Komm, 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 komm. Ach, haben sie mich wieder erwischt. Das gibt es nicht. Also heute läuft es einfach nicht so gut. Okay, das hat Zeit gebracht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. So, jetzt hast du mal zu gucken.
Sehr schön. Er schlägt mich. Fahr weiter. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Fahr auf ihn drauf. Tu es. Schnell weg hier. Bis ich die eliminieren kann, brauche ich aber erstmal eine gute Position. Gegner haben wir noch, den sollen wir nehmen, den leiser haben. Jetzt ist der letzte dran. Bedrohung ist ausgeschaltet, sehr schön. So, dann nehmen wir doch mal so ein Fixer-Auto hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Zum Bahnhof. Kommt mal Platz da hier, Leute. Zug besteigen. Und schon sind wir drin. Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Na los. Dr. Mendes hier. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Was ist Mr. Pierce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Sie bezahlen natürlich. Natürlich.
Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nikki muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Paulson. So, die Mission haben wir beendet. Dann sagst du, hey, da ist ein Schlagloch von meinem Haus. So. Schaffen wir noch eine Mission? Ich denke mal, eine Mission schaffen wir noch. Handwerkzeugs. Handwerkszeug. Jawohl, dann machen wir es als nächstes. Die waren Joghurt los. Obwohl es rot ist. Oh, nee, nee, nee. Wie das bloß kommen kann. Komm, hier ist ein Verbrechen direkt um die Ecke. Das können wir eben nebenbei nochmal mitnehmen. Das machen wir eben auf die Schnelle auch noch. Vermutlich die beiden da. Oder die drei. Kann ich drauf wetten. Nee. Ah, okay. Tja. Ist doch vielleicht doch besser so. Oh, nette Karre. Wechseln wir mal die hier. Handschuhfach noch geplündert, 191 Dollar passiert, sehr schön. Willkommen zurück bei Power Profile. Heute das Porträt von Lucky Quinn. Wegen der kriminellen Geschichte von Chicago erkannte Lucky Quinn recht bald, wo das große Geld steckt. Ich kannte sogenannte Mafiosi, ja. Sogar mich. Nein! Jetzt habe ich die Nachricht wieder abgebrochen, Mann. Mist, jetzt habe ich die Nachricht leider verpasst. Naja, so gut. Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Wie geht's denn? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich egal, überprüft. Egal, was du suchst. Ich die hab's Fakten bestimmt. Sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Ja, das ist wirklich blöd, ne? Hey. Suchst du irgendwas? Ach komm, kaufen wir uns den Rest jetzt hier. 500 Dollar kostet das nur. Ein echtes Schnäppchen! So, herstellen. Vollständiges Tutorial. Wie man Tools herstellt. Halten Sie Zap, um das Waffenrad zu öffnen. Drücken Sie E, um das gewählte Tool herzustellen. Ich habe da keinen C2S-Zugang. Zeigt an. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hacken. Zeigt an, dass Ihre Komponenten zur Herstellung fehlen. Sie finden fehlende Komponenten bei Pfandleihern und Apotheken oder indem Sie Zivilisten hacken. Wollen Sie was? So. Unser Ziel ist hier ganz unten, CTOS-System.
So, da fahren wir mal jetzt ein ganzes Stückchen durch Chicago. Ich muss übrigens sagen, der Skin, den wir gewählt haben, mit dem Gangster-Outfit von dem 1942 oder was ist das jetzt gewesen? Ich hab vergessen. Der Gangster-Outfit, das ist ziemlich gut, das passt zu ihm besser auf alle Fälle als das Standard-Outfit, was er da hat. Ja, genau. Die Worte habe ich gesucht. Oh, 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 oh. In der Mitte standen so Polar-Dinger, okay. Wenn wir über die Autobahn brettern, sind wir einfach schneller da. Kurze Fehlzündung, macht das Auto noch ein bisschen schnittiger. Ah, Frame-Einbruch. Schlechte Sache. Mehr so Industriegebiet scheinbar. Mir gefällt irgendwie dieses Ambiente hier. So, das Auto verpacken wir natürlich in Fluchtrichtung. Ist ja natürlich selbstverständlich. Gucken wir mal, ob wir durch das Tor hier gehen können. Zack, jetzt bin ich schon im Sicherheitsbereich. Wir ziehen auf alle Fälle schon mal unsere Waffe. Takedown plus 40. Oh, ne, ist ein Sniper-Rifle. Sturmgewehr. Pistole. Pistole. Sniper-Rifle. Köder haben wir keinen. Also jetzt sollten wir hier ein bisschen was produzieren. Was haben wir denn hier so? Deswegen produzieren wir mal Blackout. Splittergranaten habe ich noch. Dann können wir ruhig ein paar mehr haben. Sprechen da echt? Hey! Hübsche Kinnsammlung! Wie viel sind das? Drei? So, wo müssen wir denn jetzt konkret hin? Da hat sich Fraps kurz wieder aufgehängt. Nein, müssen wir mal gucken, ob wir demnächst ein anderes Programm nehmen als Fraps. Da haben wir einen Sniper.
Sie mir ist noch nicht ganz klar, wo ich hin muss. Ich muss eine Wache mit dem Zugangscode lokalisieren, okay? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich muss jetzt nur noch mal eine Kamera mir organisieren hier. Da oben war noch eine Kamera, bingo. Zack, und da haben wir den schon. Und wir müssen jetzt auch tatsächlich da oben hin. Ja, die Frage ist, ob ich jetzt einfach so hacken kann. Nee. Ja, das war natürlich jetzt blöd. Nee, ich musste das Sturmgewehr nehmen. Sturmgewehr ist ganz klar besser. Tja. Eigentlich tue ich das ungern, einfach so wahllos jetzt die Leute hier abzuknallen. Aber es geht jetzt diesmal leider nicht anders. So, den Sniper versuchen wir mit dem Sniper auszuschalten. Haben wir geschafft. Sehr gut. So, wo ist der letzte? Ich möchte sicher gehen, dass wir jetzt alle Gegner ausgeschaltet haben, bevor wir anfangen zu hacken. Findet ihn! Scheiße eben! Scheiße! Kopfschuss. So, geht gesichert. Ach, wir hätten auch von hier aus hacken können, seht ihr? Das wäre ganz clever gewesen. Also, falls ihr mal spielen solltet, Kameras auswählen, Kamera von anderen Leuten auswählen, diese Kamera vom Laptop auswählen, direkt da drauf gucken. Ja, hätten wir, glaube ich, einfacher gehabt. Hätten wir nicht so einen Massenmord begehen brauchen. Ich bevorzuge ja definitiv die Variante, die Leute nicht unbedingt alle einfach nur so willkürlich abzumurksen. Gucken wir uns ein paar Videos an. Hey, fuck! Hey, du! Auf die Welt!
Das sind Blooms Überwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Nur wenn der Aufzug stecken bleibt, natürlich. Na los, ganz hoch? Nein? Na gut. Was macht der denn? Ja, super cool. Ja, mache ich gleich. Erstmal gucken wir uns ein paar Videos an. Können wir mal sehen, wo die überall jetzt rein rumfuschen. So, dann entriegeln wir mal. Und schon sind wir drin. Also beim nächsten Mal müssen wir das mal besser machen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier okay, nicht random rumlaufen und alles abmurksen. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Und ein Sniper. So, hier machen wir den Cut. Also, das war wieder eine Runde mit Captain Zell und Watch Dogs. Und die Nachrichten hören uns aber nochmal jemand. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Canny ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Ja, also, wir machen den Cut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Captain Zell, bis dann. Macht's gut. Ciao.